Über 8,8 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich in deutschen Sportvereinen. Übungsleiter, Trainerinnen, Betreuer, Vereinsvorstände, Platz- und Zeugwarte und viele, viele mehr sind der Motor für den Vereinssport. Sie sind sportlich, engagiert, bewegt, mittendrin. Ehrenbar, ein Podcast des Stadtsportbunds Duisburg. Der ehemalige Handball-Bundesligaspieler, Marketingprofi der Duisburger Eishockeyfüchse und des MSV Duisburgs war auch Fanbeauftragter beim Deutschen Fußballbund. Er kennt die Vereinsarbeit im Amateur-, Breiten- und Leistungssport. Als Moderator von Sportevents und Galaveranstaltungen weiß er, wie wichtig das Ehrenamt für den Sport und die Gesellschaft ist. In der Ehrenbar wird der gebürtige Duisburger in den nächsten 25 Minuten im Ehrenamt eine Plattform bieten, über dieses besondere gesellschaftliche Engagement zu sprechen. Ihr Gastgeber heute ist Bülent Akçen. Herzlich willkommen. Ehrenbar heißt es wieder heute, ein Beitrag des Stadtsportbundes. Ich freue mich über meinen heutigen Gast. Er ist in einer Multifunktion als klassischer, engagierter Mann in Duisburg tätig, speziell in Walsum. Aber er hat ganz, ganz viele Aufgaben hier bewältigt. Herzlich willkommen, Manfred Heiligenpahl. Schön, dass du da bist. Herzlichen Dank. Freue mich. Ich habe gerade schon den Begriff verwendet, Sportfunktionär. Und dann schießen den Menschen draußen jetzt an den Geräten wahrscheinlich so Bilder durch den Kopf. Alle so ein bisschen verunstaltet, diese Bilder, durch die letzte Fußball-Weltmeisterschaft. Da geht es dann immer um Unsummen von Geld, die damit in Verbindung gebracht werden. Aber unser Thema ist ja Ehrenamt. Ehrenbar, so heißt unsere Sendung. Und du bist hier, weil du ein ehrenhafter Mann bist. Und zwar arbeitest du ehrenamtlich in vielen, vielen Funktionen und das auch gerne. Ja, ich mache das im Grunde genommen nicht für mich, sondern eigentlich immer für die Menschen vor Ort, dort, wo ich bin. Ja, mir gefällt es, wenn also, ich sag mal, Veranstaltungen funktionieren und so weiter. Ich habe das ganz, ganz klein in Walsum schon lernen dürfen, insbesondere auch schon familiär. Mein Vater war Vorsitzender eines Hundesportvereins, da hat er mich danach auch später mit reingezogen. Und ja, so bin ich so nach und nach reingewachsen. Und mir ist irgendwann aufgefallen, wenn du das vernünftig machen möchtest, dann musst du was lernen. Das finde ich ganz interessant. Du hast das heute in unserem Eingangsgespräch schon mal kurz erwähnt. Da wollen wir nachher auch drauf eingehen. Wichtig ist nochmal vielleicht für die Menschen, die dort draußen sitzen, wenn du über das Ehrenamt sprichst, sie hören uns ja in erster Linie. Also wer Bilder sehen will, muss das nachher über die Verlinkung machen und kann dann die Bilder nacharbeiten. Aber die Menschen hören uns und deshalb möchte ich Ihnen auch gerne vermitteln, dass wenn du über das Ehrenamt sprichst, mir ja ein fast 72-jähriger Mann gegenüber sitzt, dem die Jugend förmlich noch aus den Augen strahlt. Also da ist viel Spaß und viel Freude dabei. Ja. Immer. Sonst, wenn das, was man macht, egal ob im Ehrenamt oder wo auch immer, ja, wenn das keine Freude macht, dann kann das keinen Erfolg haben. Und wenn ich Dinge gemacht habe, ich habe angefangen ganz klein im Hundesportverein, habe dann 1978 den Walsumer Judo-Club übernommen. Und was haben wir gemacht? Wir haben angefangen, ich habe gesehen, in kleine Sportler da, die auch richtig mal Turniere machen wollten und immer so weit fahren. Die Eltern waren nicht so richtig bereit dazu. Da habe ich gesagt, das können wir doch hier machen. Wir haben eine wunderbare Sporthalle oder mehrere wunderbare Sporthallen in Walsum und damals die Dreifachturnhalle am Dresenbusch bot sich regelrecht an. Ja, und dann haben wir ganz, ganz langsam angefangen. Mal eine Vereinsmeisterschaft, Kreismeisterschaft, Bezirksmeisterschaft, Landesmeisterschaften für Jungs, für Mädchen, für Frauen, für Männer. Irgendwann bist du dann gefragt worden, oder bin ich gefragt worden, hör mal, du machst die ganzen Dinge einigermaßen gut. Könntest du nicht auch mal eine Begegnung machen für eine Auswahl? Da hab ich gesagt, klar, mache ich. Ja, also haben wir dann wann war das damals Jugendbegegnung? Schon die Meisterschaften quasi übernommen als verantwortlicher Verein hier für die Stadt Duisburg. Das hat sich gesteigert.
Dann waren Länderkämpfe, also Deutschland, Frankreich, Deutschland, Niederlande und so weiter, die wir dann ausrichten durften, vom Nordrhein-Westfälischen Judenverband her. Und das sind natürlich tolle Erlebnisse und ich sehe dir ja an, du hast das tatsächlich auch authentisch, glaubwürdig rüber schon vermittelt, dass es mit viel Spaß und mit viel Freude ist. Wir haben aber die Situation natürlich, die Menschen hören uns gerade zu und ich will nochmal in dieser Chronologie ganz aufmerksam hingehört Folgendes feststellen. Du kommst eigentlich, die Vereinsarbeit hast du kennengelernt und du kommst eigentlich aus dem Hundesport. Ja. Das war der Anfang, der Beginn von allem. Dann kamst du zum Judo. Und ich weiß, dass es noch viel, viele andere Dinge gibt, wie zum Beispiel eine Gemeinsamkeit, die uns ja auch speziell verbindet, der Handball. Da werden wir auch noch mal was darüber erzählen wollen. Aber du bist ja hier auch in einer Funktion beim Schiedsgericht des Stadtsportbundes. Ja. Du bist Beisitzer bei der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß-Walsum. Und du warst jahrelanger Vorsitzender des Bezirkssportbundes Walsum-Fahren. Und zwar bis 2022, das heißt bis letztes Jahr. Ja. Deshalb würde ich da gerne jetzt so ein bisschen eine Ordnung reinbringen. Also Hundesportverein, dazu vielleicht mal die Entstehungsgeschichte. Dann Judo, da haben wir jetzt gerade schon ein bisschen was zu gehört. Was hat der Handball in deiner Karriere zu suchen? Und was bedeutet Bezirkssportbund? Also Stadtsportbund kennen ja alle. Hm? Aber fangen wir vielleicht damit an, damit wir so diesen Überbegriff haben. Jahrelanger Vorsitzender, das ist eine Menge Arbeit, denke ich. Aber was ist denn der Bezirkssportbund? Der Bezirkssportbund ist eigentlich ein Nachfolger des ehemaligen Stadtsportbundes Walsum. Ja, Walsum ist, wie Homberg und Rheinhausen auch, 1975 eingemeindet worden. Ich war kein begeisterter Duisburger zu dem Zeitpunkt. Überzeugter Walsumer, das kommt durch. Ja? Okay. Ja. Und dann 1981 trafen sich dann Vereinsvertreter, ganz viele Vereinsvertreter in der Gaststätte Garden. Und in Walsum? In Walsum, ja, ja, klar. Und wir haben uns dann entschlossen, so wir bilden jetzt den Bezirkssportbund. Und dieser Bezirkssportbund hatte die Intention, die Walsumer Sportvereine in Duisburg zu vertreten. Zu dem Zeitpunkt waren die Walsumer Sportvereine wirklich noch nicht angekommen, hier beim Stadtsportbund in Duisburg, beziehungsweise heute haben wir aus meiner Sicht einen ganz anderen Stadtsportbund, als wir ihn damals hatten. Damals war ein Geschäftsführer da und ein Vorsitzender. Und heute ist das also wirklich mittelständiges Unternehmen, wobei ich begeistert davon bin, was also geworden ist. Außerhalb von Walsum. Bist du stolz auf die Entwicklung? Weil ich sehe dir ja an, du trägst diese Entwicklung in Duisburg insgesamt ja mit. Denn nicht ohne Grund bist du ja beim Schiedsgericht auch des Stadtsportbundes. Ja, Schiedsgericht, ich bin wirklich gefragt worden. Ja? Und gut, ich hatte im Vorgespräch ja auch schon mal kurz erwähnt, mir sind die Menschen und die Gerechtigkeit sehr, sehr wichtig. Im Sport soll es wirklich aus meiner Sicht fair zugehen. Und deshalb habe ich dann, als ich gefragt wurde, ja gesagt. Ich wollte unbedingt noch einen kleinen Beitrag dazu bringen, dass wir hier einen tollen und ehrlichen Sport haben. Und das hast du ja auch gemacht jahrelang. Und wenn wir sagen, jahrelanger Vorsitzender auch des Bezirkssportbundes, hast du für dich irgendwann selber entschieden, das nicht mehr zu machen? Oder gab es irgendwie eine Situation, wo du gesagt hast, nee, jetzt ist eigentlich auch die Zeit für andere da. Du bist ja da so ein Mensch, der auch weit vorausschauend ist. Man muss im Grunde genommen irgendwo mal aufhören mit den ganzen Ämtern. Und wenn man fast 25 Jahre, das ist ja fast schon wieder ein Jubiläum, ja, das macht, dann muss man sich doch irgendwann auch mal fragen, ist das nicht langsam genug? Hast du eigentlich noch wirklich die zeitgemäßen Ideen? Ja? Erreichst du all die Menschen, die den Sport oder vielleicht den einzelnen Sport wirklich mitmachen? Gut, man ist anerkannt, du hast das jahrelang vielleicht auch mal ganz gut gemacht. Und wenn man dann anfängt und sagt, Leute, schaut euch doch mal bitte nach dem Nachfolger an. Nee, also so ein Mann mit den Vernetzungen und so weiter.
Nee, das kannst du nicht machen. Einmal guck doch mal an, du bist ja so, ne? Wie alt bist du überhaupt? Da klingt natürlich immer wieder die Freude durch. Ja. Wir haben aber auch aufmerksam hingehört jetzt, alle die zuhören, sowohl die Menschen draußen als auch hier ich. Ich habe auch gehört, dass gerade so Menschen wie du, die Qualität mitbringen und die Bereitschaft haben, über die Grenzen zu schauen und vorausplanen, dass genau die ja eigentlich eine Qualität zeigen, die an anderen Stellen vermisst wird. Oft ja so in professionellen Sachen, wo auch viel Geld fließt. Im Ehrenamt, also da neigt man ja förmlich dazu, du stellst es ja hier unter Beweis, so einer, der schon drüber nachdenkt, Mensch, macht euch Gedanken über die Zukunft, über die Nachfolge, bin ich noch zeitgemäß? Das ist ja so vorausschauend, dass man dich ja unbedingt, das ist ja schon eine Qualität, die du mitbringst. Es ist nicht leicht, Ehrenamt zu besetzen. Du zählst gerade so ein bisschen die Vorteile auf, also Anerkennung ist ja da für das, was geleistet wird. Was macht Ehrenamt noch reizbar oder anerkennenswert und was ist wichtig im Ehrenamt? Bei mir war es immer der Kontakt zu den Menschen. Ja? Das hört sich ein bisschen übertrieben an, aber ich liebe Menschen. Ja? Ist sehr authentisch, das ist gar nicht übertrieben. Ich bin gerne mit Menschen zusammen und wenn ich gefragt werde, das habe ich aber dazugelernt, dann helfe ich auch gerne. Aber früher bin ich immer da, habe gesagt, komm her, geh mal an die Seite, ich kann das besser wie du. Das sind auch so Eigenschaften, da durfte ich ein bisschen dazulernen. Mir gefällt es, wenn die Menschen sich nicht so, oder gerade heute, ich beobachte das, nicht so sehr verzetteln. Ja, also heute gehe ich mal dahin, also zum, ich weiß nicht, zum Kegeln, morgen habe ich eine andere Sportart und so weiter. Ich bin ein bisschen erschrocken, dass auch wenige Menschen ja immer noch bereit sind, das zu machen, also Ehrenamt zu machen, weil wir brauchen, damit wir alle gemeinsam, jeder in seinem Bereich, jeder in seinen Neigungen, Sport machen können, dann brauchen wir die Rahmenbedingungen. Wer organisiert eine Sporthalle? Wer mietet die Sporthalle an? Wer kann Ausbildung machen? Sprich, also Übungsleiter und so weiter. Manfred, ich nehme mal die Stichworte, die du gerade reinrufst. Ja. Ehrlicherweise erzeugt das bei mir jetzt natürlich so das Gefühl, dass eine Frage ganz wichtig ist. Kann bei diesen Ansätzen, die recht professionell sind, kann das überhaupt durch Ehrenamt geleistet werden? Oder sprichst du von Qualifikation fürs Ehrenamt? Weil all die Dinge, die jetzt da aufgerufen werden, das erfordert ja schon, wenn man deinem Anspruch gerecht werden will und jeder, der dich kennt, weiß, dass du einen guten Anspruch hast, damit es gut gelingt. Das erfordert ja tatsächlich Zeitaufwand und auch Qualität. Das ist etwas, was man also auf Deutsch gesagt opfern muss. Ja? Zeit mitbringen. Denn als ich damals angefangen habe und mich entschlossen habe, so, du übernimmst dieses Ehrenamt, habe ich ja eben sehr schnell festgestellt, so, was da alles auf mich zukommt und in der Zwischenzeit ist es ja noch viel, viel mehr geworden. Wenn ich alleine ans Finanzamt denke. Aber egal, ja, ich muss, wir müssen immer wieder schauen, dass wir wirklich den Anforderungen gerecht werden. Aber wir brauchen auch dann wiederum Menschen, die diese Zeit mitbringen. Ich habe damals diese Zeit opfern können, aber da sind andere Dinge leider auf ein bisschen hängen geblieben. Meine Familie hat mich ständig unterstützt. Sowas brauchen wir. Und wenn wir Menschen haben, die sagen, ich mach aber lieber Sport, nicht nur diese Vereinstheorie, dann kann man denen ja auch ganz, ganz viele Hilfsmittel, Übungsleiterausbildung und so weiter, an die Hand geben, damit wir den Kindern, aber auch den älteren Menschen und so weiter, wirklich qualifizierten Sport anbieten können. Das heißt, Qualifikation
auch im Ehrenamt, ist für dich eine ganz wichtige Komponente? Ja, ich habe acht Jahre gelernt und dann immer noch gerne dazugelernt. Mhm. Und ich sage heute noch, ich lerne jeden Tag gerne ein bisschen dazu. Das ist ein sehr weiser Satz. Lass uns den noch ein klein wenig mit Inhalt füllen und vor allem mit deinen Erfahrungen. Immer wieder zum Thema gemacht hast du ja, dass Menschen aufmerksam sein sollen. Und ich fand es jetzt vorhin ganz charmant von dir zu sagen, früher hast du auch vieles gleich übernommen im Sinne von, komm, helfen ist nicht mein Thema, geh mal weg, ich mach das selber. Ist da eine Gratwanderung zwischen Menschen nutzen mit ihren Verbindungen zu Menschen benutzen nach dem Motto, alles Ehrenamtler, kostengünstig und dann wuppt man irgendwie in der Geschichte. Also ist das ein schmaler Grat? Wir können das nur gemeinsam lösen. Ja? Ehrenamt ja, sehr schön, wunderbar. Aber hier schon alleine beim Stadtsportbund haben wir festgestellt, das reicht nicht aus. Wir brauchen die Verbindung zwischen Ehrenamt und Profis. Ja? Und wenn die vertrauensvoll zusammenarbeiten, dann ist es gut. Wir haben ja natürlich auch, ich gehe jetzt mal wieder nach Walsum zurück. Gerne. Ja? Ich habe eine Begebenheit, die erinnert mich und das verbindet uns heute auch noch, immer noch. Ich habe im Jahre 2000 das Sportlerherz der Stadt Duisburg bekommen. Das hätte ich auf jeden Fall noch erwähnt. Ja. Verdientermaßen. In der gleichen Veranstaltung hat der Hermann Hövelmann, Chef von Rheinfelsquelle und Sinalco, ja, auch diese Auszeichnung bekommen. Und es war also immer wieder, ne, man traf sich oder wir treffen uns, ja, wir sprechen vernünftig, wir haben eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ja, hier wird nicht ausgenutzt, man geht hin, kannst du uns helfen können? Wo könnt ihr uns vielleicht noch ein bisschen mehr helfen? Das hat sich also über viele, viele Jahre zum Beispiel beim Walsumer Sommerfest sehr deutlich gezeigt. Das Walsumer Sommerfest rührt. Ich springe schon wieder. Kein Thema, lass das ruhig ausführen. Das Walsumer Sommerfest rührt ja viele Menschen an. Es zieht sogar Menschen aus dem Zentrum der Stadt nach Walsum, weil es ja über die Grenzen hinaus auch bekannt ist. Ja. Und nicht ohne Grund haben wir, du hast den Hermann Hövelmann erwähnt, mit seinen tollen Produkten, super. Nicht ohne Grund sind die hier auch bei uns am Tisch präsent. Das einmal kurz erwähnt für die, die keine Bilder haben, sondern zuhören, egal ob es Rheinfels ist oder auch eben Sinalco. Von daher der enge Zusammenhalt zwischen Wirtschaft, zwischen Politik, zwischen den Profis, wie du sie nennst, die in diesem Bereich arbeiten, und dem Ehrenamt. Das scheint mir doch irgendwie auch schwer zu handeln zu sein. Es sind ja mindestens jetzt vier Gruppen, die wir aufgezählt haben. Wo siehst du da die Hauptaugenmerke? Ich meine, die Liebe zu den Menschen ist das eine. Und es arbeiten ja auch viele liebe Menschen zusammen. Ja. Manchmal ist aber auch, dass die Wirtschaft andere Interessen hat als die Politik, die Profis als das Ehrenamt. Wie kriegt ihr das gebündelt? Du hast ja, diese Erfahrung bringst du ja mit. Man muss ab und zu sich Zeit nehmen und miteinander sprechen. Sich austauschen. Willst du mir jetzt sagen, dass das über WhatsApp nicht zu regeln ist? Oder über Mails? Absolut nicht. Ja, da muss man also wirklich, so wie wir beide uns hier jetzt gerade gegenüber sitzen, ja, sich in die Augen schauen können und spüren, erleben können, funktioniert das mit uns beiden? Ja, oder funktioniert das nicht? So, und wenn ich Zweifel habe, dann gehe ich wahrscheinlich auch mit diesen Zweifeln in die Zukunft. Und das würde also dem Ehrenamt oder überhaupt dem Sport gar nicht gut tun. Wenn mein Gegenüber mir vertrauen kann, ja, und das muss ich einfach rüberbringen, ja, dann ist das eine gute Zusammenarbeit. Ja, und manchmal ist mir das auch ziemlich egal, wenn er sagt, ich muss aber auch ein bisschen Werbung dabei haben. Ja?
Das soll ja auch sein. Wer Gutes tut, soll es ja auch erzählen. Das habe ich 1988 machen dürfen, als wir, als Walsumer Judo-Club, die deutsche Judo-Meisterschaften in der Rhein-Ruhr-Halle ausgerichtet haben. Ja. Also ich bin nachher, habe ich festgestellt, den Menschen ein bisschen auf den Zwirn gegangen, weil ich vor jeder Siegerehrung dann nochmal den Werbeblock eingeschaltet habe. Und da wir nichts aufgenommen hatten, muss ich das selber machen. Also das ist jetzt, glaube ich, ein gutes Beispiel für viele Aspekte aus dem Ehrenamt. Und zwar, wenn halt kein anderer da ist, dann springen die Ehrenamtler rein. Du hast niemanden gehabt, der es macht, hast es gerade selber gemacht. Ja. War aber auch ehrenamtlich. Ja. Die Anerkennung fürs Ehrenamt, die ist, glaube ich, ausgesprochen wichtig. Und die Ehrenamtler sind ja auch so, dass sie gerne auf Augenhöhe arbeiten. Und das hast du natürlich dadurch gewährleistet, indem du diese Aufgaben selber auch gemacht hast. Ja. Mit deinem Team zusammen, auf das du damals auch sehr, sehr stolz warst. Geht nur gemeinsam. Ist nur ein Team. Und du hast gleichzeitig aber auch, und das finde ich ganz wichtig, das passt ja zu dem, was du auch gesagt hast, professionell agiert. Unabhängig davon, ob du den Leuten auf den Zwirn gegangen bist oder nicht, du hattest Werbung verkauft und hast diesen Werbeblock professionell immer da platziert, wo er auch vereinbart war. Da muss ich sagen, auch im Nachgang nochmal Hut ab, große Anerkennung. Ich weiß, was du da ausgehalten hast, aber am Ende tatsächlich auch, ich sag mal, sehr, sehr stark umgesetzt hast. In dem Moment spürt man das gar nicht so sehr. Ja? In dem Moment hat man eine Verabredung. Ja, und man hält diese Verabredung ein, ja, und dementsprechend wird man auch anschließend von dem Partner, mit dem man zusammenarbeitet oder gearbeitet hat, dann auch betrachtet. Und die Zuverlässigkeit, ja, das hört man jetzt immer wieder, habe ich schon 2 oder 3 Mal wiederholt, die ist mir immer ganz, ganz wichtig gewesen. Das sind aber, glaube ich, die Komponenten, die du selber persönlich nicht nur in deiner Erfahrung, sondern auch bei dem, was du weitergeben möchtest, so ein klein wenig, jetzt machen wir auch einen Werbeblock fürs Ehrenamt mal, reinbringen. Also Liebe zu Menschen, Kontakt zu Menschen, dann, dass wir nicht unbedingt immer nur schriftliche Verträge haben müssen, sondern wenn das Vertrauen da ist, gilt das Wort noch, das zählt im Ehrenamt und die Zuverlässigkeit. Das heißt, wir machen was aus mit Menschen, die etwas umsetzen sollen, ob es eine Judo-Meisterschaft ist oder auch an anderen Stellen. Wir haben ja Großveranstaltungen in Duisburg noch und nöcher, die ohne Ehrenamt gar nicht denkbar wären. Und wenn du diese Zuverlässigkeit nicht mitbringst, könnten diese Veranstaltungen gar nicht laufen. Von daher sind das so die Komponenten oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist ganz, ganz wichtig, wenn du Ehrenamt machen willst? Was würdest du den Menschen mitgeben wollen? Bringt Zeit mit. Haben die Menschen heute noch diese Zeit? Ist es zeitgemäß Ehrenamt? Ergibt sich ja sofort als Frage. Ehrenamt ist, wenn man gerne mit Menschen zusammen ist, unheimlich leicht. Ja? Wenn man dann also sich ein Team aufbaut, also alleine kämpfen ist furchtbar, ja? Aber im Team ist alles vernünftig machbar und gut, okay, man muss mit der Verwaltung manchmal kämpfen, man muss auch mit anderen, aber das ist dann nicht irgendwie schwierig, sondern wir können uns auch gegenseitig die Dinge erklären. Und wenn wir die erklärt haben, okay, manche sagen, ne, das akzeptiere ich nicht, aber die allermeisten sagen, okay, habe ich verstanden. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. So, und dann ist doch schon mal eine ganz hervorragende Grundlage. Das finde ich klasse. Du hast die wichtigsten Sachen ja auch so für dich hervorgehoben. Jetzt interessiert mich natürlich, wenn du gerade nach jahrelanger Vorsitzendentätigkeit da diesen Posten aufgegeben hast, womit verbringst du denn deine Zeit? Also man kann nicht einfach hingehen und alles hinschmeißen und weg und flüchten oder sowas, ja? Ich habe immer gesagt, Leute, das Schlimmste, was euch passieren könnte, wäre, wenn die ganze Vernetzung nicht mehr da ist, wo ich euch noch nicht reingeführt habe, dass man diese Kontakte hat und auch diese persönlichen Kontakte. Das mache ich gerne. Da, wo, ich sage mal, immer noch hakelt, bin ich dann noch persönlich mit dabei. Ja. Aber ansonsten bin ich begeisterter Opa.
Das ist schon mal eine große Geschichte. Ja. Und können wir da schon fast drauf zählen, dass da der Nachwuchs auch schon herangezogen wird, auch fürs Ehrenamt? Weil ich habe ja bei dir gehört, du bist über den Hundeverein reingekommen. Sprich mal weiter, ja. Ja, also über den Papa. Ja. Und so ist es ja auch eine Frage von, wo komme ich her? Wo will ich hin? Wenn du jetzt sagst, Enkel als überzeugter Opa, Ehrenamt schon in die Wiege gelegt? Ob das in die Wiege gelegt ist, weiß ich nicht. Ja. Man kann Interesse wecken. Immer wieder und sagen, komm doch mal mit, schau dir das an. Und dann kommen auch automatisch mal sicherlich auch Fragen von den Kindern. Und damit kann man so weiter hineinführen, wie im ganz normalen Leben. Wie im richtigen Leben. Ne? Ja, so. Wir sollten aber noch auflösen, was es denn mit dem Handball auf sich hatte. Denn wir haben ja über einen Judo-Sport gesprochen, wir haben über Hundevereine gesprochen. Du hattest aber auch Handball noch in deinem Portfolio. Ja, ganz, ganz, ganz zu Anfang. Ich habe also mit in der damaligen Volksschule einen handballbegeisterten Sportlehrer gehabt. Und unsere Schule hieß Ludwig-Jahn-Schule, also Sport. Begeistert. Und direkt nebenan war der TV Aldenrade. Ja, und da hat er mich dann mit hing. Ich habe noch Feldhandball spielen dürfen. Ja, ist ein bisschen länger her, die Wege waren länger. Und ja, die Jüngeren wissen nicht, dass früher auf dem großen Fußballfeld auch Handball gespielt wurde. Klar. Das kann man ruhig an der Stelle mal erwähnen. Ja. Und die Tore waren genauso groß. Die Tore waren genauso groß, ja. Wir als, also wenn ich Stürmer war, dann hatte ich eine größere Chance, den Ball unterzubringen. Ja. Ja, aber später dann in der Halle, dann wurde das Ganze dann zu einer richtig harten Angelegenheit. Ja, für mich ist Handball ein sehr, sehr harter und körperbetonter Sport, obwohl man diese ganzen vielen versteckten Berührungen, die beim Handball insbesondere im Kreisbereich stattfinden, oft gar nicht sieht. Sind fürs normale Auge kaum zu erkennen. Ja. Guckst du denn aktuell dann auch die Handball-Weltmeisterschaft, die gerade Gerne. Läuft? Gerne. Da bist du dann auch dabei. Ja, das sind so Dinge, wo man wirklich aktiv dabei war. Ja, auch Hundesport mache ich heute auch noch gerne. Ich habe selber Hunde, Schutzhunde ausgebildet. Aber dann, das war danach. Das kam erst danach. Und dann hat mein Bruder mich irgendwann mal gefragt. Der war ein sehr guter Judoka, erfolgreicher Judoka, aber die Vorstandsarbeit, die lief nicht richtig. Ja, und dann durfte ich dazukommen. Also unglaublich, wir hätten so viel Stoff, um noch wirklich Stunden zu füllen, aber tatsächlich neigt sich unsere Sendung dem Ende. Und bevor du gleich hier aus dem Raum gehst, ja, mit diesen gütigen Augen, mit diesen glücklichen Augen und dich dem Opa-Sein widmest, gerne, vielleicht nochmal ein Appell. Gibt es irgendwas in Duisburg, auch über die Grenzen von Walsum hinweg für Gesamt-Duisburg, wo du sagst, Mensch Leute, das nehmt mit, nicht nur die Zeit, sondern was wäre dein Aufruf zum Ehrenamt? Informiert euch, kommt mit, denn Sport treiben ist die eine Sache, ja, aber wir müssen den Sportlern immer wieder die Möglichkeit geben, überhaupt Sport zu betreiben. Ja. Und dafür brauchen wir unbedingt Menschen, die sagen, okay, ich bin vielleicht nicht der große Sportler in der einen oder anderen Sparte, aber ich kann etwas organisieren. Etwas reicht schon. Auch da in dem Bereich können wir wunderbar wachsen und stark werden. Das nehmen wir mit. Ich sage herzliches Dankeschön. Dankeschön. Ein Sportfunktionär mit Herz. Nicht ohne Grund hat er das Sportherz der Stadt Duisburg verliehen bekommen. Schön, dass du da warst. Komm gut nach Hause, Manfred Heiligenpahl. Dankeschön.